Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim Institut für Gesellschaft und Digitales und zu unserem ersten GU-Dialog als Podcast. Mein Name ist Ralf Hinterding und meine Gäste sind Professor Dr. Anke Menzel-Begemann und Dr. Gesa Linnemann. Sie sind beide Psychologinnen und arbeiten an der FH Münster. Frau Menzel-Begemann am Fachbereich Gesundheit, Frau Linnemann am Fachbereich Sozialwesen und beim Caritasverband. Mit Ihnen möchte ich heute über Digitalisierung in der Rehabilitation und der Altenpflege sprechen. Den Anfang macht Frau Gesa Linnemann mit einem kurzen Überblick in ihr Gebiet der Digitalisierung in der Altenpflege. Bitte, Frau Linnemann. Nicht erst seit der Corona-Krise ist das Thema Digitalisierung in der Altenhilfe aktuell. Momentan ist es so, dass in Deutschland mehr als 3,4 Millionen Menschen pflegebedürftig sind. Davon ist der ganz überwiegende Teil älter als 65 Jahre. Von diesen pflegebedürftigen Menschen wird knapp ein Viertel in vollstationären Pflegeheimen betreut. Gut drei Viertel werden zu Hause versorgt durch ambulante Dienste oder durch Angehörige. Die ältere Bevölkerung in Deutschland macht an der Gesamtbevölkerung einen Anteil von 22% im Jahr 2019 aus. Wir haben also einen steigenden Anteil und eine relativ alte Gesellschaft im weltweiten Vergleich. Da stellen sich also besondere Fragen an die Digitalisierung, wie wir die in diesem speziellen Bereich, im Bereich Alter, aber heute insbesondere im Bereich der Altenhilfe nutzen können. Die Digitalisierung verändert Leben und Arbeiten von Menschen in der Altenhilfe auf verschiedenen Ebenen. Das geht los mit den Bedingungen bei der Arbeit. Das Stichwort New Work trifft auch in der Altenhilfe auf neue Projekte. Es gibt aus den Niederlanden beispielsweise das Projekt Bürzorg, wo sich Altenpflegerinnen und Altenpfleger selbst organisieren und in anderen Organisationsstrukturen, als das bisher üblich war, arbeiten. Die veränderten Kommunikationen der Organisation nach innen und nach außen sind natürlich hier genauso Thema wie neue Strategien und Angebote zur Personalgewinnung. Das Thema Fachkräftemangel ist ja eins, was man auch in der Presse ganz gut verfolgen kann. Und auch wie überall gibt es neue Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung, aber auch neue Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Arbeit in der Altenhilfe ist sehr vielfältig und umfangreich, aber auch eben körperlich belastend. Und da gibt es Ideen, wie diese körperliche Entlastung aussehen kann. Ein Beispiel sind Exoskelette, intelligente Lifte und Pflegebetten, aber auch intelligente Pflegewagen, die Materialien quasi der Pflegekraft hinterherbringen und sich selbstständig einräumen, und auch Reinigungsroboter. Des Weiteren gibt es Ideen zur kognitiven Entlastung. Das kann etwas sein wie eine Pflegebrille, die den Abruf von Informationen am Bett ermöglicht, die Dokumentation durch Spracheingabe, eine Datenerfassung und Auswertung, die mithilfe von Sensorik automatisiert erfolgt. Und auch Telecare und Telemedizin, die jetzt auch einen Aufschwung erlebt haben, sind da eine Idee. Genau. Es ist aber ganz unterschiedlich, wie Digitalisierung wahrgenommen wird in den Chancen und Risiken. Als Beispiel möchte ich da mal eine Bitkom-Befragung aus dem Jahr 2020 zitieren. Da wurde gefragt, die Digitalisierung stellt eine Chance dar, stimmen Sie dem zu? Und da haben von den 16- bis 29-Jährigen 88% voll und ganz zugestimmt, von den über 65-Jährigen allerdings nur 56%. Ich denke, auch das sind Zahlen, über die sich mal zu diskutieren lohnt. Es ist ganz unterschiedlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Ebene der älteren Menschen, um die es ja bei dem Ganzen in der Altenhilfe einfach geht, wie sich da die Lebensbedingungen verändern können, konkret an Beispielen. Ein Thema, was schon länger besprochen und diskutiert wird, ist Ambient Assisted Living. Das ist ein Oberbegriff für Technologien, die das Leben zu Hause oder auch in einer Einrichtung komfortabler und sicherer machen sollen. Das umfasst solche Dinge wie Sturzsensoren, Smart Home Elemente quasi, aber auch der klassische Hausnotruf.
den könnte man darunter fassen. Bei den Technologien, die im Alter relevant werden, das sind ja nicht immer andere Technologien im Alter als in ganz anderen Lebensphasen, das muss man ja auch dazu sagen. Aber ein Phänomen kommt jetzt dazu, und zwar das Phänomen der Consumerization, also der dass Technologien den Massenmarkt durchdringen, das verändert auch die Technologisierung der älteren Menschen. Bei den Ambient Assisted Living Systemen beispielsweise haben wir viele quasi selbstgemachte Lösungen oder Ideen, ersatzweise solche Systeme zu bauen mit Komponenten, die so auf dem Markt verfügbar sind. Oder die Apple Watch beispielsweise verfügt auch über einen Sturzsensor. Da haben wir also jetzt Geräte, die nicht spezifisch für ältere Menschen konstruiert sind, aber eben von diesen auch in bestimmten Lebenslagen genutzt werden können. Das hat vielleicht bestimmte Vor- und Nachteile, über die wir ja nochmal sprechen können. Auch die neuen Medien werden zunehmend auch von älteren Menschen genutzt. Wir sehen natürlich einen Unterschied in der Nutzung des Internets auch noch über die Altersgruppen. Also während die jüngere Bevölkerung fast zu 100% online ist, gibt es da noch Unterschiede bei den Personen über 65. Aber auch da kann man nochmal nach dem Alter differenzieren. Insbesondere die hochaltrigen Menschen sind da eher Offliner, und bei den Personen über 65 ist eine zunehmende Nutzung des Internets einfach zu beobachten, und das wird sich natürlich dann auch weiter fortsetzen in der Zukunft. Und so können beispielsweise neue Medien genutzt werden zur Vernetzung im Quartier. Auch da gibt es Beispiele aus der aktuellen Situation. Neue Medien können aber auch in der Kulturgeragogik eingesetzt werden, können genutzt werden, um kreative Prozesse zu unterstützen und selbstverständlich auch ganz einfach zur Kommunikation. Also die Videotelefonie war ja jetzt omnipräsent und wird ja auch immer noch und weiterhin stark genutzt in den Einrichtungen. Und ein Thema, was ich auch nicht außen vor lassen möchte, jetzt in einer ganz kurzen Zusammenstellung, ist das Thema Robotik. Denn wenn man sich mit Digitalisierung in der Altenhilfe beschäftigt und das in den Medien sieht, da sieht man häufig große Roboter, und dann ist von Pflegerobotik die Rede. Da gibt es beispielsweise Darstellungen, wie Roboter Personen aus dem Bett heben und solche Dinge. Das ist allerdings nichts, was so in der Realität eingesetzt wird. Also in Forschungsplattformen vielleicht, aber nichts, was flächendeckend wirklich auch eingesetzt werden könnte. Ein Vertreter der Robotik, der vielleicht relativ bekannt ist auch und auch einsatzfähig, ist aus dem Bereich der emotionalen Robotik ein bekannter Vertreter, die Robbe Paro, eine kleine Plüschrobbe, die mithilfe von Sensoren und einer Mimik, möchte ich sagen, quasi kommuniziert und bei demenziell veränderten Menschen eingesetzt werden kann. Also das sind Themen, die ganz grob einen Überblick darstellen über mögliche Anwendungen in der Altenhilfe. Ich denke, da können wir nochmal gleich auch auf Details eingehen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Linnemann. Wunderbar für diesen kleinen Überblick. Dann würde ich jetzt erst an Sie weitergeben, Frau Menzel-Begemann, und Ihren Bereich der Rehabilitation. Wie sieht es denn dort mit dem Stand der Digitalisierung aus? Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, hier in diesem Dialog über dieses spannende Thema mit Ihnen zu sprechen. Wir werden sehen, da ist einiges auch im Überlapp, denn natürlich sind die Versorgungsbereiche ja nicht so weit voneinander entfernt und auch die Versorgungslogiken. Aber vielleicht vorweg einmal, aus welcher Perspektive ich genau auf dieses Thema auch schaue. Also ich möchte meinen Blick auf das Thema nämlich aus zwei Perspektiven richten. Und zwar zum einen blicke ich aus der Perspektive als Reha-Wissenschaftlerin, also mit Wurzeln auch in der Psychologie, mit dem Schwerpunkt der Neuropsychologie. Und aus dieser Perspektive interessiert mich zum Beispiel insbesondere, wie digital unterstützte Diagnostik oder auch Behandlungsmaßnahmen oder auch
digitale Assistenzsysteme Menschen nach erworbenen Hirnschädigungen helfen können, im Alltag natürlich dann auch bestenfalls allein wieder zurechtzukommen. Das ist die eine Perspektive. Zusätzlich aber blicke ich auch aus der Perspektive als Sprecherin des Instituts für Interdisziplinarität an der Schnittstelle von Gesundheit und Technik zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit, beziehungsweise kurz ICTA. Das ist ein Institut, das ich mit einigen Kollegen aus den Fachbereichen Gesundheit, Physik, Ingenieurwesen und Elektrotechnik und Informatik vor kurzer Zeit an unserer Hochschule gründen durfte. Und aus dieser Perspektive interessiert mich vor allem, ja, wie quasi Mensch und Technik bestmöglich zusammenkommen können, ohne dabei vielleicht die Menschlichkeit und damit die gesundheits- und sozialwissenschaftlichen Aspekte auf der einen Seite und die technischen Möglichkeiten und die, ich nenne es jetzt mal, ingenieurswissenschaftlichen Aspekte auf der anderen Seite zu vernachlässigen. Das vielleicht so in Kürze vorweg, um auch meine Sicht auf diese Dinge einordnen zu können. Wenn ich mir das Anwendungsfeld von Digitalisierung in der Reha vergegenwärtige, ja, dann bin ich sag's mal etwas salopp, dann bin ich mit dem Wissenschaftlerinnenherz neugierig und erstaunt, was es tatsächlich auch schon alles gibt. Gleichzeitig aber bin ich auch zugegebenermaßen mit dem Therapeutinnenherz etwas skeptisch und auch etwas verschüchtert, was zum Beispiel auch die künftige Rolle der zwischenmenschlichen Interaktion angeht und was auch die, ja, die Anforderungen an Rehabilitantinnen und Rehabilitanten angeht, also Anforderungen an ihre Gesundheitskompetenz, wenn mit all diesen digitalen Anwendungen vielleicht mehr und mehr auch an die Eigenverantwortung, an das Selbstmanagement im Reha-Prozess appelliert wird. Also es ergibt sich so ein bisschen für mich so ein, ja, was wir vielleicht alle auch schon mal erlebt haben, so ein Fluch und Segen zugleich Gefühl. Aber vielleicht, ich greife das einmal auf, was Frau Linnemann auch gesagt hatte, vielleicht erzähle ich erstmal, was sich in der rehabilitativen Versorgung bereits alles finden lässt. Zum einen haben wir natürlich schon lange die Nutzung des Internets durch die Rehabilitanten selbst. Das hatte Frau Linnemann eben auch schon erwähnt. Also die, wo die Rehabilitanten dann auch nach Informationen zu Krankheitsbildern beispielsweise suchen, zu Behandlungsmöglichkeiten, zu in diesem Fall dann Reha-Einrichtungen und gucken, wie die dort bewertet werden. Dann gibt es aber auch, das ist so eine ganz andere Idee jetzt vielleicht, die Tracking-Systeme, zum Beispiel zur Bewegungsförderung, die dort eingesetzt werden. Videokonferenzsysteme sind eben schon angesprochen worden, die man sowohl zum interdisziplinären Austausch für Fachkonsile beispielsweise auch einsetzt, aber auch mittlerweile mehr und mehr für die Arzt-Patienten-Kommunikation. Dann gibt es ja die textbasierten Dialogsysteme, also sowas wie Chatbots, die mitunter mittlerweile auch in hybriden oder blended Formaten eingesetzt werden. Und natürlich, da können wir lange aufzählen, die vielen, vielen, vielen verschiedenen Apps, zum Beispiel für ein kognitives Training oder für ein Bewegungstraining, das vielleicht auch alternativ mit einer Wii kombiniert ist. Dann gibt es auch die sogenannten, finde ich nochmal ganz besonders spannend, auch bin halt Psychologin, die sogenannten Digital Therapeutics, also bereits auch klinisch getestete und evidenzbasierte Therapien, die dann mit Hilfe von Apps tatsächlich auch eine Verhaltensänderung bewirken sollen. Na, und dann, und das hatte Frau Lindemann eben auch schon angesprochen, dann gibt es eben auch Anwendungen, die nicht primär auf, in diesem Fall, den Rehabilitanten ausgerichtet sind, sondern die auf die Gesundheitsprofession selber ausgerichtet sind, die zum Beispiel bei der Durchführung von Handlungsabläufen im Berufsalltag unterstützen. Da ist natürlich die digitale Patientenakte zu nennen, die dann bei der Kommunikation auch natürlich mit anderen Gesundheitsprofessionen helfen soll oder die auch die Suche nach Nachbehandlern für die Nachsorge dann erleichtert, die aber auch, wenn man es denn so lebt und so einsetzt, die Einbindung der Rehabilitanten fördern kann, weil die einen direkten Zugang zu ihren Daten, zu ihren eigenen Daten auch erhalten können darüber. Und in diesem Zusammenhang, finde ich, kann man gleich schon auch eine Stärke von digitalen Anwendungen ausmachen, nämlich in dieser, ja, in dieser einfachen und in dieser ansprechenden Sichtbarmachung, so will ich es jetzt mal nennen, also in der Sichtbarmachung sowohl von Reha-Verläufen als auch natürlich vor allem von Fortschritten, was, wie sich in verschiedenen Studien auch gezeigt hat, enorm motivierend für die Rehabilitanten sein kann.
Das ist ein Vorteil, aber vor allem natürlich liegen die Stärken in der, wie es immer so ein bisschen pathetisch heißt, Unabhängigkeit von Raum und Zeit und in dieser sehr individuellen Anpassungsfähigkeit dieser Tools. Und das ist, macht es eben möglich, dass auf diese Weise zum Beispiel im Rahmen der Reha-Nachsorge Menschen in ländlichen Regionen besser versorgt werden, weil vielleicht lange Fahrzeiten überflüssig werden oder weil womöglich umständliche Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln dann auch wegfällt. Es hat den Vorteil, also diese Unabhängigkeit von Raum und Zeit hat den Vorteil, dass auch der wieder berufstätige Patient seine Übung zu einem Zeitpunkt machen kann, der am besten in seinen persönlichen Alltag passt. Oder großes Thema, zunehmendes Herausforderungsfeld, die psychischen Probleme, zum Beispiel bei Angst- oder Panikattacken, die sich ja nun auch mitunter mal gerne nicht an die Öffnungszeiten von Therapiepraxen halten. Und da ist es dann natürlich ganz, ganz wunderbar, wenn so, ich nenne es jetzt mal irgendwie so eine therapeutische Stimme irgendwie 24/7 erreichbar ist. Ganz klar. Das macht sicherlich die großen Vorteile von solchen Anwendungen aus. Auf der anderen Seite, da zeigen sich vielleicht auch mal ganz unabhängig so von diesem viel zitierten Datenschutz, der ja oft als Kritikpunkt auch angeführt wird, zeigen sich vielleicht auf der anderen Seite so die Schwachstellen der Digitalisierung. Denn ich finde schon auch wichtig, dass man sagen muss, es stellt sich eben die Frage, ob genau dadurch nicht auch Menschen zum Beispiel in strukturschwachen Regionen, wo das Internet nicht so gut läuft, oder auch solche mit geringem sozioökonomischen Status, die sich solche technische Ausstattung vielleicht nicht leisten können. Ältere Menschen, Frau Lindemann schon angesprochen, die häufig eine geringere Affinität auch zu solchen digitalen Anwendungen haben. Oder auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, was mein Arbeitsfeld ja nun auch lange Zeit war. Menschen mit einer Lernbehinderung, die schnell mit diesen ja doch dann eher textbasierten digitalen Anwendungen schnell auch überfordert sind. Also ob diese Menschen nicht gerade wiederum von der zunehmenden Digitalisierung genau benachteiligt werden, statt gefördert werden. Und das ist ja genau eben nicht das Ziel von Rehabilitation, die sich ja nun genau darum bemüht, Benachteiligung zu vermeiden oder zu beseitigen, wenn sie denn schon vorhanden ist, und genau diese gleichberechtigte Teilhabe und dann eben auch die gleichberechtigte Teilhabe in der gesundheitlichen Versorgung im Blick hat. Also das ist, denke ich, etwas, was man auf keinen Fall vergessen sollte. Auch diese, ich glaube, das hatte ich eben schon erwähnt, die Verantwortung, also die Verantwortung, die dadurch durch diese digitalen Anwendungen, die manchmal auch so ein bisschen durch die Hintertür daherkommt, in höherem Maße, vielleicht auch mitunter zu stark, vielleicht auch mitunter zu früh an die Rehabilitanten übertragen wird. Das kann durchaus eine Herausforderung sein. Daher ist es aus meiner Sicht zum Beispiel auch wichtig, dass digitale Anwendungen evidenzbasiert sind und dass der Einsatz dann eben auch durch Gesundheitsprofessionen begleitet wird, damit sich zum Beispiel nicht irgendwie falsch ausgeführte Übungen festsetzen oder damit sich Rehabilitanten nicht überfordern, aber auch die andere Seite nicht unterfordern. Und ja, gerade auch auf diese Forderung nach einem Nutzenbeleg, auch im Übrigen vor der Zulassung von solchen digitalen Gesundheitsanwendungen, weisen wir in der Deutschen Gesellschaft für Reha-Wissenschaften explizit darauf hin. Ich darf dort im Vorstand auch mitwirken. Natürlich auch mit der Idee, die Patientensicherheit zu gewährleisten. Das ist etwas, was wir da sicherlich nicht aus dem Blick verlieren sollten. Und was so die aktuelle Diskussion betrifft, so für den Drive, also hat sicher, ja, für den Drive kann man, glaube ich, sagen, hat sicher nicht nur das digitale Versorgungsgesetz gesorgt, das, ich glaube, vor gut einem Jahr in Kraft getreten ist. Ich meine im November 2019. Oder auch das jetzt für Mitte diesen Jahres anvisierte, mit dem etwas schwierigeren Namen, digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz. Die überlegen sich immer Namen. Also ich glaube, dass genau auch diese beiden Gesetze für diesen Drive gesorgt haben. Das ist das eine. Aber natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, vor allem auch genau diese aktuelle pandemische Situation. Denn dadurch wurden, wirklich mit großem Erstaunen habe ich das immer wahrgenommen, dadurch wurden wirklich Barrieren quasi im Eiltempo überwunden. Sei es, was die Akzeptanz auch von Tools angeht. Das hatte Gisa eben auch schon angesprochen.
Natürlich auch, weil solche im Moment ja auch alternativlos sind. Das sehen wir ja in unseren Arbeitskontexten genauso. Oder sei es auch, was die strukturellen, die rechtlichen Aspekte angeht. Also da ist vieles auf einmal doch möglich geworden, von dem man es wahrscheinlich nicht vermutet hätte. Dass das so möglich war, das war sicher auch gut. Ich greife auch mal eine Umfrage auf. Wir haben in der Deutschen Gesellschaft für Reha-Wissenschaften im Mai letzten Jahres bei Klinikern und bei Reha-Wissenschaftlern eine Umfrage zu den Auswirkungen gerade jetzt auch der Corona-Situation, eine Umfrage gestartet. Und wir haben dort feststellen können, dass wir, wenn wir zu dem Zeitpunkt bereits digitale Alternativen oder mehr, sag ich mal, mehr davon im Angebot gehabt hätten, dann hätten wir viele Versorgungslücken, die jetzt entstanden sind, schließen können. Und wir hätten vor allem auch viele gesundheitsbedingte oder gesundheitliche Teilhabe hinderliche Folgen, ich nenne da jetzt einfach mal nur die Schmerzchronifizierung, das hätten wir tatsächlich verhindern können. Und das ist eine ähnliche Zahl. 3/4 der Befragten haben daher auch genau diese Realisierung oder die Stärkung digital vermittelter Angebote als ganz, ganz wichtig angesehen. Und das ist auch genau das, was wir im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaften betonen. Wir sprechen uns für eine Stärkung aus, zum Beispiel von videokonferenzbasierten Angeboten, von digitalen Anwendungen. Aber, und das ist uns eben genauso auch wichtig, wenn diese evidenzbasiert sind. Also ich denke, ich das vielleicht abschließend noch sagen darf, ich denke gerade bei dieser Gratwanderung zwischen analogen und digitalen Anwendungen und zwischen Nutzung und Nutzen, dazwischen eine gute Balance zu finden, das ist sicher eine der zentralen Aufgaben auch für eine, ja, wie heißt es immer so schön, für eine zukunftsgerichtete, aber auch, da sind wir wieder mit dem Reha-Gedanken, gleichberechtigte und selbstbestimmte Versorgung, die dann auch mit digitaler Unterstützung stattfinden darf. Das vielleicht so ein sehr schneller Überblick, ein sehr schneller Ritt durch die Reha-Perspektive. Dann würde ich eigentlich noch mal gerne auf die Akzeptanz zu sprechen kommen. Da gibt es ja verschiedene Studien, haben wir jetzt ja auch schon gehört. Und klar, das ist auch so ein bisschen das Klischee mit den älteren Menschen, dass sie da vielleicht auch Probleme mit haben. Wie sieht es denn aus beim Personal? Gibt es da auch Akzeptanzprobleme in beiden Bereichen? Kann ganz kurz, also auch da die Notwendigkeit der Anwendung wird durchaus gesehen. Es werden aber auch immer wieder starke Vorbehalte formuliert. Und diese Vorbehalte korrelieren durchaus mit dem Alter. Vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel, das ist jetzt aber eher ein Narrativ natürlich. Wir haben gerade ein Projekt am Laufen in dem großen Vorhaben Münsterland Leben, wo es auch um die elektronische Visite da nicht in der Reha, sondern in der Akutversorgung geht. Und da ist eben auch ein Arzt beteiligt, der gesagt hat, ich bin doch nicht Arzt geworden, um mit einem Bildschirm zu kommunizieren. Und das finde ich so ein besonderes Merkmal, was immer auch wieder zum Tragen kommt. Die Sorge auch davor, den persönlichen Kontakt zu verlieren und vor allem, was auch immer wieder gerne auch in solchen qualitativen Erhebungen finde ich das immer wieder, wo das deutlich wird, die Sorge davor, ersetzt zu werden durch die Technik. Die Technik eher als Gefahr, denn als Unterstützung und als quasi Mehrwert zu erkennen. Das beobachtet man schon immer wieder. Das würde ich aber sagen, gerade diese Sorge ersetzt zu werden, das ist altersunabhängig. Ja, und haben denn die Leute dann auch in gewisser Hinsicht recht mit dieser Angst? Also ist auch hier die Digitalisierung so ähnlich wie bei der Maschinisierung in der Industrie, kann die auch dazu führen, dass man weniger Pflegekräfte, Pflegende gebraucht? Vielleicht darf ich auch nochmal auf die Frage davor kurz eingehen für den Bereich der Altenhilfe. Und zwar lässt sich ein großes Spektrum beobachten. Also es gibt durchaus auch Enthusiasten, die sagen, ich möchte eigentlich alles, was technisch geht, habe ich gerne in meiner Einrichtung und ich möchte damit arbeiten. Also und da sind auch durchaus viele Jüngere dabei, aber nicht nur. Und auf der anderen Seite höre ich auch öfter eben diese Idee, es könnte eine Menschlichkeit und eine Nähe verloren gehen. Und auch eine Angst vor einem ersetzt werden. Nicht vielleicht im kompletten Beruf, aber in bestimmten Tätigkeiten. Auf der anderen Seite beobachte ich auch, dass es manchmal älteren Menschen leichter fällt, mit bestimmter Software umzugehen, weil da eine andere
Geduld und nicht so eine Erwartungshaltung aus so einem, von so einer Verbrauchersoftware, die ganz schnell erfassbar ist, sondern da die Bereitschaft, sich da gründlich einzuarbeiten, ist auch manchmal bei den Älteren höher, sodass es da auch weniger Probleme gibt. Aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und um die Frage zu beantworten, also ich sehe überhaupt nicht die Gefahr, dass Fachkräfte ersetzt werden könnten. Also ich denke, es ist eher die Frage, ob wir uns leisten können auf die Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten sind auch nicht so allumfassend der Digitalisierung, wie das vielleicht auch wünschenswert wäre angesichts der Versorgung, die geleistet werden muss. Und von daher denke ich, keine Pflegekraft wird ihre Arbeit verlieren können durch die Digitalisierung. Im Gegenteil. Also ich denke eher, dass Pflege dadurch attraktiver werden könnte. Ich denke auch, also das unterstreiche ich auch total, das gilt genau für diese Bereiche, so wie du es, Gesa, gesagt hast. Die Frage ist wirklich, können wir uns das leisten, auf diese Chance auch zu verzichten oder sie zu negligieren? Also tatsächlich auch zu sagen, wir wollen uns der Zwischenmenschlichkeit nicht durch Technik berauben. Ich denke auch, es stecken viel mehr große Chancen drin, weil natürlich auch Arbeitsprozesse erleichtert werden können. Dokumentation ist da, glaube ich, somit auch das beste Beispiel. Oder natürlich auch, was die eigene Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit der Versorgenden, der verschiedenen Gesundheitsprofessionen angeht, die ja dadurch vielleicht auch ihre Gesundheit erhalten, weil sie zum Beispiel beim Heben, beim Tragen, bei Übungen unterstützt werden durch Systeme. Ich denke, da ist so ein Gedanke, der im Übrigen auch in diesem Referentenentwurf zum Digitalversorgung, Pflege, Dingsbumsgesetz, Entschuldigung, steht. Da ist nämlich formuliert worden, dass sich die Anwendungen in den Bedarf und in die Gewohnheiten der Menschen einfügen müssen. Und das ist, glaube ich, genau das, was dann auch die Akzeptanz ausmacht. Also es muss der Mehrwert auch erkennbar sein. Es muss der Nutzen für das eigene Tun und vielleicht auch die Förderung der eigenen Arbeitsfähigkeit dann auch im Vordergrund stehen. Und ich finde da so einen ganz spannenden Blick auch auf die Frage, was sind selbstwertschützende Assistenzen oder digitale Systeme, also Selbstwert im Sinne eines psychologischen Konstruktes. Wenn wir eine Erinnerungshilfe in der Hand haben, wie ein Handy, was uns Termine erinnern hilft, Telefonnummern erinnern hilft, da haben wir überhaupt kein Problem damit. Da wollen wir sogar am besten noch die teuerste Erinnerungshilfe und finden das dann cool. Aber andere Unterstützungssysteme, da ist es jetzt nicht digital, aber so das beste Beispiel, der Rollator, wo dann sofort gesagt wird, um Gottes Willen, was sollen die anderen denn von mir halten? Dann hält man mich ja für alt. Also so ein Assistenzsystem ist offenbar mit einem geringeren Selbstwert assoziiert oder mit einer Wahrnehmung von Gebrechlichkeit. Und so ist es im Übrigen auch, das hatte Frau Linnemann angesprochen, mit den Exoskeletten. Exoskelette zur Einsetzung auch zum Einsatz in der pflegerischen Versorgung sind viel höher akzeptiert als Exoskelette zum Beispiel in der industriellen Arbeit. Die industrielle Arbeit, die eher von Männern geleistet wird, da sehen wir sehr stark auch die Vorbehalte gegenüber Exoskeletten, weil so die Idee ist von, ich kann das alleine, ich habe die Kraft. Frauen sind da eher bereit und nehmen das als nicht so selbstwertbedrohlich wahr und nutzen die dann auch eher. Also es muss sich einfügen in die Bedarfe, in die Gewohnheiten und in den Selbstwert. Ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, und das gilt nicht nur für die Professionen, sondern selbstverständlich auch für die Patienten, haben wir eine gute Chance, eine gute digitale Transformation, wie es so schön heißt, auch zu leisten. Ich wollte ja nur noch mal zustimmen. Also deswegen finde ich den Prozess der Consumerization, also da dieser Öffnung, also dieser Erschließung des Massenmarktes so spannend, weil wir da keine Stigmatisierung mehr haben. Also ein Hausnotruf, den habe ich, weil ich einen bestimmten Bedarf habe. Eine Apple Watch oder eine sonst was, sonstige Anbieter, Produkte, die sind cool. Die sind gefragt, das sind Lifestyle-Produkte, die aber auch verstärkt mit so einem Gesundheitsnutzen werben. Also das ist ganz, ganz interessant. Oder auch sowas wie Sprachassistenten, Alexa, Google Home und so weiter. Das stellen sich auch Menschen in die Wohnung, die natürlich zum Lichtschalter gehen könnten und das Licht anschalten können. Aber für Personen, für die das nicht so leicht ist oder für die das eine größere Hürde darstellt, die können die eben genauso nutzen. Also diese ganze Stigmatisierung, die damit verbunden ist, ob zu Recht oder, ne, das ist ja alles nochmal eine ganz andere, das ist ja überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist ja die nach der tatsächlichen Akzeptanz. Das fängt ja beim Design schon an. Und das heißt dann aber auch, dass wir, wenn man es sozusagen schafft,
digitale Anwendungen zu machen, die eben auf Geräten laufen, die man schon hat und die anerkannt sind, dass die dann mehr Chance auf Akzeptanz haben. Genau, also die eben genau dieses Stigma von, ich habe das jetzt, weil ich krank bin oder ich habe das jetzt, weil ich eine Beeinträchtigung, weil ich eine Behinderung habe, wenn die genau das nicht präsentieren, das nicht übermitteln. Ja, ja, ich will nur nicht sagen, dass das frei von Problemen ist. Ne? Wir haben ja dann auch datenschutzrechtlich ganz andere Anforderungen, wenn wir das in einem professionellen Kontext verwenden wollen, wenn wir das in einer stationären Einrichtung haben, dann können wir auch nicht einfach die Sachen aus dem Elektronikmarkt so einkaufen und verwenden. Also das geht in dem Sinne nicht, aber die Funktionalitäten, die sind dann einfach breit bekannt. Und wenn ich jetzt eine Sprachassistenz habe, die diese Anforderungen erfüllt und für einen bestimmten Zweck konzipiert ist, dann ist die dennoch nicht stigmatisierend, wenn die verwendet wird. Wir müssen dabei nur aufpassen, was ich vorhin auch schon so angesprochen habe, dass wir damit nicht durch die Hintertür suggerieren wollen, so, ihr Lieben, ihr habt ja jetzt die ganzen digitalen Tools, jetzt macht mal bitte selbst, ja, nehmt es selbst in die Hand, steht im Gesetz Eigenverantwortung auch für das gesundheitliche Handeln. Das darf man nicht überstrapazieren, gerade auch, und da bin ich jetzt wieder eher in der Reha denke, gerade auch eben bei Menschen, bei denen diese Beeinträchtigungen oder diese Beeinträchtigungen vorliegen, Behinderungen drohen, die dann eben auch in ihrer, so heißt es immer fachlich so schön, in ihrer Handlungsautonomie eben irritiert sind. Die brauchen dann auch die Begleitung zur Anwendung. Und das Thema Gesundheitskompetenz ist eines, was ja jetzt auch Professor Schäffer aus der Uni Bielefeld, die da maßgeblich auch dran arbeitet, das ist ja gerade auch eins, was wirklich hochploppt. Es ist eben nicht mal eben damit getan, Informationen textbasiert irgendwie zu vermitteln und dann weiß ich, der andere kann das gut anwenden, sondern wir müssen eben auch aufpassen, dass diese digitalen Anwendungen gut genutzt werden, zielführend genutzt werden. Und da, genau, finde ich, dürfen dann eben auch sowohl die Gesundheitsprofession als auch die Patienten, die das dann nutzen sollen, oder die Bewohner, die Bürger, die dürfen dabei dann nicht alleingelassen werden. Das fände ich ganz wichtig. Ja, wir dürfen es ja auch nicht dem Zufall überlassen, in welchem Umfeld jemand lebt. Du hattest schon die Unterschiede, die der sozioökonomische Status auch macht, auf die Nutzung der Digitalisierung angesprochen. Im Alter haben wir diesen Effekt, dass der sozioökonomische Status und die Digitalisierung oder die Nicht-Digitalisierung zusammenhängt ganz besonders stark. Und es gibt einen großen Unterschied jetzt, ob jemand Angehörige hat, der vielleicht dann eben eine Videokonferenz einrichtet oder nicht, oder ein Smartphone oder ein sonstiges Gerät installiert. Und das dürfen wir nicht diesen Zufällen oder diesen Umständen überlassen. Ja, und das ist ja in dem Gesetzesentwurf, den du genannt hast, ja auch so angedacht. Ja. Ist es denn bei diesen ganzen digitalen Tools, im Grunde habe ich das, glaube ich, jetzt so verstanden, ähnlich wie bei Arzneimitteln, sage ich mal, die müssen auch irgendwie geprüft und zugelassen werden. Und wenn sie dann zugelassen sind, dann werden sie auch von der Krankenkasse bezahlt? Oder wie funktioniert das? Weil Sie ja auch eben die Benachteiligung über die Kosten angesprochen haben. Ja, dünnes Eis, sage ich jetzt mal, finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. In der Tat ist dieser Prozess geplant. Es ist eben auch über diese Gesetzgebung ja geplant, dass nur bestimmte Anwendungen dann auch zugelassen werden. Das ist eine bestimmte Verordnung, deren Namen mir jetzt so spontan nicht einfällt, wo genau das geregelt ist. Ich gucke Gesa an, ob dir das gerade einfällt. Aber genau das ist eben mit auch die Idee. Meines Wissens ist das noch nicht ganz klar geregelt, was zugelassen wird und was nicht. Wir von der Deutschen Gesellschaft für Reha-Wissenschaften machen uns eben dafür stark, dass genau, und wir haben eine Arbeitsgruppe, die genau E-Health in der Reha auch behandelt, die explizit nochmal gesagt hat, auch zu diesem Referentenentwurf, bitte nur solche, die tatsächlich auch schon geprüft sind, die evidenzbasiert sind. Stichwort Patientensicherheit auch zu gewährleisten. Genau, es geht ja auch um diese digitalen digitale Pflegeanwendungen auf der einen Seite, genau. Und das ist ja, wenn man sich den Referentenentwurf durchliest, ja noch relativ vage. Das heißt, der Gesetzgeber weiß auch noch nicht so richtig, so mein Eindruck, was das alles sein könnte. Also das ist sehr, sehr offen. Und da müssen wir mal gucken. Und wie ist das denn? Sie haben ja auch gesagt, dass im Grunde, glaube ich, haben 3/4 der Leute im Grunde zu Hause gepflegt werden, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben. Wie ist es denn, wenn ich jetzt jemanden zu Hause habe und den pflege, wie, und ich mich informieren will über irgendwelche Art von digitalen Tools? Wo mache ich das? Also wo finde ich da Dinge, die mir irgendwie weiterhelfen können? Da gibt es leider jetzt nicht in dem Sinne Beratungsstellen, flächendeckend, so wie man das für andere
ja, Belange quasi auch des Alters hat. Es gibt vereinzelte Projekte, in der können Sie mit Beratungsstellen, wo sich Bürgerinnen und Bürger melden können. Also im Bereich Münster gibt es so eine Beratungsstelle vom Stift Tilbeck, Technische Assistenz Tilbeck, die dann auch bis zur Ausführung Handwerker vermitteln, die Technik konzipieren, auch mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern einen Beratungsprozess, den sogenannten Tilbecker Weg, entwickelt haben. Also nicht alles, was theoretisch technisch möglich wäre, ist ja auch wünschenswert, und nicht alles, was technisch möglich wäre, ist auch finanzierbar. Da gibt es ja auch bestimmte Einschränkungen, mit denen man da zurechtkommen muss. Aber es gibt leider solche Beratungsstellen nicht flächendeckend. Also da muss man gucken, wie das in Zukunft integriert wird, vielleicht in die Sozialstationen. Es gibt auch Internetseiten, die so eine gewisse Orientierung bieten. Aber ich würde sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Da ist noch sehr viel Bedarf. Ja, ich denke eben gerade an so niederschwelligere Sachen, also gar nicht unbedingt, wo ich jetzt einen Techniker gebräuchte, sondern vielleicht wirklich für gewisse Apps, weil man hat ja überhaupt keinen, also ich hätte jetzt überhaupt keine Ahnung, wo ich sozusagen überhaupt suchen sollte und mich informieren könnte, was es da so für Apps zum Beispiel schon gibt, die einem da irgendwie helfen könnten. So, aber da gibt es jetzt auch keine, nicht unbedingt eine zentrale Anlaufstelle für Leute, die auf der Suche sind. Ja, also offiziell ist mir da nichts bekannt. Es gibt einzelne Datenbanken im Internet, wo von verschiedenen Initiativen es Zusammenstellungen gibt. Aber dass wir jetzt sagen könnten, es gibt jetzt von der Bundesanstalt die Plattform. Ja, ist mir auch nicht bekannt, genau. Also ich würde auch eher über größere entweder Vereine oder sowas wie die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, die natürlich dann auch Verweise hat zum Thema Digitalisierung, verschiedene Fachgesellschaften, die schon darauf hinweisen. Gibt erste Leitlinienansätze, aber die könnte ich jetzt nicht spontan zitieren. Ja. Okay, dann hätte ich noch mal eine Frage, und zwar auch zu diesen, Sie haben es ja selber so ein bisschen als so etwas Klischeebilder benannt, Frau Linnemann, diese Robotik, noch mal eine Frage dazu, weil man sieht ja wirklich dann häufig gerne auch aus Japan so Pflegeroboter, also gibt es das bei uns quasi gar nicht oder wird daran geforscht oder ist das, ja, oder verfolgt man das quasi gar nicht hier bei uns? Oh doch, also es wird verfolgt und es wird auch daran geforscht. Also zum Beispiel beim Fraunhofer Institut in Stuttgart gibt es den Care-Obot jetzt schon in verschiedenen, ja, Evolutionsstufen. Der kann zum Beispiel der ist nicht in der Realität jetzt flächendeckend im Einsatz, aber das ist eine Forschungsplattform, mit der verschiedene Szenarien erprobt werden. Also beispielsweise der intelligente Pflegewagen, da fährt der Care-Obot hinter der Pflegekraft her, zeigt einen bestimmten Lagerbestand an, also alle Utensilien, die man für die Pflege benötigt. Der soll dann auch selber wieder ins Lager fahren und sich im besten Fall dann auch selber mal befüllen können. Oder dass der Care-Obot mit einer Kamera ausgestattet erkennt, wenn eine Person am Boden liegt, dahin fährt, einen Videocall aufbaut und dann quasi Hilfe holen kann. Also solche Szenarien sind in der Erprobung. Und da muss ich vielleicht auch nochmal sagen, der Begriff Pflegeroboter ist ja auch sehr unbestimmt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Hülsken Giesgler hat definiert, jeder Roboter, der im Bereich Pflege eingesetzt wird, ist ein Pflegeroboter. Das ist eine relativ weite Definition. Jetzt muss man sagen, die Roboter, so aussehen, wie man sich vielleicht einen Roboter so vorstellt, so humanoid. Da gibt es zum Beispiel Pepper, der ist 1,20 Meter groß, der hat große Augen, große Kulleraugen, Kindchenschema, ganz niedlich sieht er aus, der kann auch so durch die Gegend fahren. Der wird auch erprobt, aber mehr im Sinne der Mensch-Robotik-Interaktion. Der kann auch ein paar Sachen selber, aber das Repertoire ist natürlich begrenzt. Und das ist weit von pflegerischen Aufgaben entfernt. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, man schickt jetzt den Pepper da rein und dann gibt es keine Angebote mehr, die von einer menschlichen Person angeboten werden. Auch das ist nicht der Fall. Bei den Paro, oder es gibt auch andere
Tierroboter quasi, also Roboter in Tiergestalt, die da eingesetzt werden können. Da gab es auch eine große ethische Diskussion und es gibt auch nach wie vor ethische Vorbehalte, gerade wenn diese Roboter bei demenziell veränderten Personen eingesetzt werden, die vielleicht nicht wissen, ist das jetzt ein echtes Tier oder ist das ein Roboter und die vielleicht das für ein Lebewesen halten. Da stellt sich ja die Frage nach der Täuschung. Allerdings sind die Effekte auch sehr positiv, teilweise. Es gibt auch Personen, die nicht so darauf reagieren, aber es gibt Menschen, denen das augenscheinlich gut tut. Da ist ja auch wiederum die Frage, soll man das denn vorenthalten? Man kann aber auch fragen, was ist wiederum der Vergleich mit einem Hund zum Beispiel, der dann zu Besuch kommt? Ja, das sind schon interessante Themen, ne? Auch so philosophisch, was das bedeutet, ne? Wenn ich dann eben dieses Lebewesen durch einen Roboter quasi ersetze. Aber andererseits gibt es denn da zum Beispiel, das hätte ich auch noch gefragt, genau bei diesen eben emotionalen Wechselwirkungen, gibt es da auch Studien zu, wie die angenommen werden oder wie das funktioniert? Es gibt ein paar Studien, die, auch positive Effekte zeigen, also eine Reduktion auch von Schmerzmitteln oder Beruhigungsmitteln, die dann erfahren. Aber es gibt auch Studien, die ich jetzt persönlich methodisch auch fragwürdig finde. Also da gibt es Forschung, aber da müsste auch eigentlich noch mehr passieren. Ich würde das Thema auch gerne nochmal aufgreifen, gerade für einen anderen Kontext, jetzt gar nicht mal unbedingt für Paro oder die Versorgungsroboter, Pflegeroboter, sondern auch für den Kontext zum Beispiel Videotherapie oder das, was jetzt ganz viel auch passiert ist, wo verschiedene, ob Physiotherapie, Ergotherapie, gerade auch die Psychotherapie, die dann in solche Videokonferenzsysteme übergegangen sind. Auch da mal die Frage nach, sage ich mal, emotionaler Belastung oder Entlastung, also die Frage auch nach, mit welchen Kommunikationskanälen sind wir da unterwegs. Die Videotelefonie ist natürlich sehr stark limitiert in der Hinsicht, dass wir gerade die nonverbalen, die paraverbalen Merkmale viel weniger mitkriegen. Also sowas wie Tonfall oder Verhaltensweisen, Mimik, Gestik, die Positionierung zu jemandem, suche ich eher Nähe, suche ich eher keine Nähe. Das gestaltet sich in dieser Videotherapie oder Videoversorgung natürlich in einem sehr begrenzten Rahmen und ganz anders, als das jetzt in einem vis-à-vis, in einem Live-Kontext tatsächlich wäre. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein Aspekt, der stärker in den Blickpunkt genommen werden sollte, wenn wir das, diese Art der Digitalisierung auch stärker vorantreiben wollen. Interessanterweise zeigen so die ersten Entwicklungen, dass es in beide Seiten ausschlagen kann. Für manche ist das genau wie so eine, ich sag's mal so ein bisschen wie so eine therapeutische Kastration, ganz drastisch, die sagen, ich komme da gar nicht mit zurecht, ich blicke da irgendwie in schwarze Kameras oder auch Therapeuten, bin natürlich in diesem Kontext auch viel jetzt mit Psychotherapeutinnen im Kontakt gewesen und Psychotherapeuten, die dann gesagt haben, für sie ist das so irritierend, dass der Patient ihnen ja so nahe kommt, weil die ja selber auch quasi jetzt diesen großen Bildschirm vielleicht vor sich haben. Ich weiß nicht, wie groß macht mich der Patient, dass das eher so ein bisschen, oder der Klient, dass das eher irritierend ist. Dass aber auf der anderen Seite Klienten dann auch eher mal gesagt haben, diese videobedingte Distanz tut mir sehr gut, weil ich mich in meinem persönlichen Umfeld weiterhin bewegen kann. Ich bin, wie ich immer so sage, in Socken an meinem Tisch. Ich bin in meiner Häuslichkeit, ich bin in meinem kleinen Schutzkokon und kann vielleicht mich viel freier auch äußern, weil ich danach auch nach der Therapie viel schneller wieder in meiner Häuslichkeit bin und traue mich vielleicht mehr zu sagen, als wenn ich jetzt in der Praxis dann irgendwann die Tür zumachen muss und dann einmal irgendwie durch Münster tapern muss, vielleicht mit einem verweinten Gesicht. Also das hat so die Effekte so in beiden Richtungen. Das, finde ich, ist etwas, was auch nochmal, Stichwort emotionale B- oder Entlastung, was nochmal stärker jetzt auch in den Blick genommen werden kann. Ja, und Stichwort Videotherapie, Videotelefonie, gibt es da auch manchmal Vorbehalte, weil ich meine, wir sehen das jetzt ja auch gerade hier, wir sehen uns über Zoom. Man hat dann natürlich auch mal einen Einblick in das Zuhause der Person sozusagen. Gibt es da irgendwie Vorbehalte oder Probleme damit? Also von den Gesundheitsprofessionen, die das verwenden, werden eher die Möglichkeiten genutzt, entweder den Background etwas neutraler zu gestalten oder dann eben ja auch die technischen Möglichkeiten zu wählen, und man hat dann irgendwie den Einrichtungshintergrund als
wie sagt man denn, als Fotomontage, als Videofilter im Hintergrund, auch um so ein, ja, das therapeutische Setting vielleicht ein bisschen zu unterstreichen. In der Tat ist mir das nicht rückgemeldet worden. Wie gesagt, das sind im Moment alles eher noch qualitative Daten, wenn man sie so nennen will, die da zusammengetragen sind. Das ist so eher nicht wahrgenommen worden. Gerade aus dem psychotherapeutischen Kontext nehme ich das nicht wahr. Und meine Erklärung ist eher, dass ja gerade in der Psychotherapie das Gegenüber, das professionelle Gegenüber, so viel von mir erfährt, dass welche Farbe da im Hintergrund an meiner Wand ist oder welches Bild vielleicht dann doch eher nachrangig ist. Und man sich schon auf anderer Ebene so sehr geöffnet hat. Ja, okay. Ja, es gibt ja auch mal auch die Möglichkeit, digitale Hintergründe einzuführen, aber weiß nicht, vielleicht kann das dann auch wieder zu anderen Problemen führen. Die große Herausforderung ist eben, dass ich von dem Patienten oder von dem Gegenüber einfach viel zu wenig wahrnehme. Ich sehe jetzt nicht, sind die Füße vielleicht verkrampft, was mir vielleicht zeigt, dass der andere total angespannt, angestrengt ist, oder werden tatsächlich Schonhaltungen, wenn ich jetzt vielleicht aus einer physiotherapeutischen Sicht draufschauen würde, werden Schonhaltungen eingenommen, die ganz ungünstig sind. Das sehe ich nicht. Ich habe einfach nur einen kleinen Ausschnitt, und das ist sicherlich einer der Nachteile. Gegenüber der Präsenzversorgung, gegenüber der Telefonie haben wir natürlich wieder den Vorteil, dass wir überhaupt was sehen. Und das ist so das, was ich meine. Wir müssen, glaube ich, die Mehrwerte, die diese Ansätze bieten, die müssen wir stärker herausarbeiten und die Vorbehalte diesbezüglich auch abbauen. Aber das, was es natürlich auch noch an Negativer gibt oder was es an Barrieren gibt, was es an Hinderungsfaktoren gibt, das sollten wir versuchen, stärker anzugehen. Und diese Hinderungsfaktoren, gibt es da noch andere außer der Akzeptanz? Ist halt auch Datenschutz manchmal eine Bremse für gewisse Innovationen in diesem Bereich? Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir ja an der Corona-App. Also ich finde, die hat es nochmal ganz klar gemacht. Wobei ja auch da bei den Nutzerinnen und Nutzern so ein interessantes Verhalten ist. Wir haben kein Problem damit, unsere Bewegungsuhren irgendwie anzuhaben und uns zeigen zu lassen, wunderbar, ich habe 10.000 Schritte gemacht oder bin schon wieder 3 Kilometer gelaufen, wo wir ja auch getrackt werden. Aber über die Corona-App wird das dann eher kritisch gesehen. Also ich glaube, da ist so ein, ja, da sind wir wieder so dabei, die Nutzerperspektive ist damit unter auch nicht immer ganz logisch. Man selbst sich nicht ausschließend in dieser Situation. Ja, das stimmt. Da gibt es offensichtlich große Unterschiede, ne? Ob sozusagen der Staat in Anführungszeichen meine Daten sammelt oder ob das private Internetkonzerne machen. Da scheint quasi die Vorbehalte irgendwie viel geringer zu sein, wenn man sich anschaut, wie die Menschen da ihre Apps benutzen. Und natürlich, ich meine, der Übertrag in die Regelversorgung ist natürlich auch immer davon abhängig, inwiefern so etwas auch refinanzierbar ist für die Einrichtungen. Wir müssen auf der einen Seite, oder am Ende der Kette muss dann tatsächlich auch die Finanzierbarkeit, die Refinanzierbarkeit stehen. Im Vorfeld muss aber dann auch die entsprechende Forschung dazu sein. Und das ist natürlich, dass wir bereit sind, diese Forschung zu leisten, dass wir ein Interesse daran haben, dass aber wiederum auch Fördermittel genau für solche Forschung zur Verfügung stehen. Da sind wir, glaube ich, im Moment in einem durchaus ganz, ganz guten Zeitalter für solche Vorhaben, auch immer mehr interdisziplinäre Vorhaben, die hier ja auch gefördert werden. Also das ist sicherlich eine gute Grundlage, sage ich mal, dafür. Da hat auch wiederum die Corona-Situation ihren Beitrag zugeleistet. Ja, auf unternehmerischer Seite für Start-ups ist der Markt relativ schwer zugänglich, würde ich sagen, durch den Datenschutz, weil die Rechtsgutachten sind recht teuer und es ist sehr kompliziert, in diesen Strukturen einzusteigen. Und wir haben im Bereich der Altenhilfe vergleichsweise wenig Start-ups, die da innovative Ideen entwickeln. Also es gibt sie, aber es ist überschaubar leider. Es gibt aber viele Aufgaben und es gäbe viele Handlungsfelder und es ist nicht so, dass es nichts zu tun gäbe. Ja, und die Haupthürde sind diese schwierigen Zulassungen oder Tests, so ähnlich wie in der Medizin oder also Arzneimittelbereich? Also was der Hauptfaktor ist, weiß ich, kann ich gar nicht sagen. Also natürlich die Aufnahme im Hilfsmittelkatalog ist sicherlich auch nicht einfach. Dann ist es natürlich so, auch viele Startups, die in diesem Bereich sind ja auch sehr idealistisch geprägt. Natürlich sind auch die Gewinnmöglichkeiten in anderen Branchen höher. Das muss man ja auch einfach ganz klar sagen. Das ist
Ja, und ich glaube auch, dass tatsächlich das Setting noch gar nicht, also ich kann das jetzt für die Reha sagen, ich glaube, das Setting ist noch gar nicht so auf diesen Zug aufgesprungen oder hat vielleicht auch noch gar nicht so sehr die Notwendigkeit gesehen, ein Ticket für diesen Zug zu ziehen. Wir haben, wie lange ist das denn jetzt her? 2017 habe ich mit Kollegen, Kollege Thorsten Meyer jetzt an der Uni Bielefeld, hat dort die Professur für Reha-Wissenschaften eine Studie durchgeführt, wo wir in 8 verschiedene Indikationen, 8 verschiedene Kliniken gegangen sind und mal nach unter anderem eben dem Einsatz von digitalen Lösungen gefragt haben, unter anderem. Der Kontext war, welche Umweltfaktoren könnten eine wichtige Rolle spielen. Und alle haben da auch gesagt, natürlich stärker auch die, wie wir anfangs gesagt haben, die Devices der Rehabilitanten stärker schon mit in die Reha auch einzubinden, stärker auch auf solche digitalen Lösungen zu zielen, den Rehabilitanten das Internet auch zur Verfügung zu stellen, im Übrigen auch den Mitarbeitern das Internet zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel, um nach Nachsorgeangeboten zu suchen. Das war, und wohlgemerkt, ich rede nicht von 1917, sondern von 2017, das war noch nicht in allen Einrichtungen eine Selbstverständlichkeit, dass diese Tools zur Verfügung standen. Und ich glaube auch, und halte das auch nicht nur für verkehrt, ich glaube auch, weil die Perspektive stärker auf dem zwischenmenschlichen Kontakt lag. Und wie gesagt, ich halte das nicht nur für verkehrt, ganz im Gegenteil. Aber wir müssen das Ganze gut unterstützen durch digitale Tools. Aber wir sind, da nehme ich mich nicht aus, vielleicht auch gerade als Psychologin, das wird Gesa nicht anders gehen. Wir würden unseren Job oder wir haben unseren Job nicht gewählt, um nicht mit Menschen direkt zu arbeiten. Es ist der direkte Kontakt zum Menschen, der gerade auch die Gesundheitsprofessionen ja auch in diesen Beruf bringt. Ich glaube, das ist vielleicht so eine gewisse Hürde auch noch mit. Weil immer wieder die Sorge im Vordergrund steht. Ja, was du sagst, muss ich nämlich nicht ausschließen. Ich glaube, manchmal ist noch so die Idee, ja, gut, Mensch oder Technik. Ne? Also ich hatte im Studium auch Neuropsychologie als Schwerpunkt, wie du, aber auch Mensch-Maschine-Interaktion. Also es ist nicht entweder oder. Und da würde ich mir einfach noch so ein bisschen mehr Lust auch am Ausprobieren wünschen und nicht so sagen, ja gut, aha, das gibt es, ist ja ganz interessant. Und wenn das in 20 Jahren klar ist, dass das was bringt, ja, dann machen wir das auch. Und natürlich gibt es auch, die Arbeitsbelastung ist hoch und die Finanzierung ist häufig ungeklärt. Es gibt auch viele Hürden, aber manchmal einfach mal zu gucken, wir probieren es mal aus. Denn ich glaube, bei den älteren Menschen, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, nämlich auch sehr viel Lust und Neugier und Offenheit auf neue Techniken. Also wir sind zum Beispiel vor, ja, gut einem Jahr in die Einrichtung gegangen mit einer VR-Brille, virtueller Realität und haben geguckt, wie können wir damit Biografiearbeit unterstützen. Da konnten die Menschen an Orte aus ihrer Kindheit, aus ihrer Vergangenheit reisen und sich da in 3D nochmal drin bewegen. Und das, da gab es fast keine Vorbehalte gegen die Technik, sondern einfach mal, ja, ist ja spannend, probieren wir aus. Ich denke, dem ganzen Prozess würde es helfen, wenn wir eben die Diskussion nicht immer oder wie ich es oftmals lese, die Diskussion wird oftmals eingeleitet über Fachkräftemangel und Ressourcenmangel, also Finanzressourcenmangel. Und ich glaube, mit diesen beiden Begriffen im Vorlauf führt es eher dazu, dass man sagt, aha, es geht um Rationalisierung und genau dieses Mensch oder Maschine und die Maschine ist vielleicht günstiger, wird dadurch befördert. Wenn wir das anders aufziehen würden, glaube ich, dann würde auch die Offenheit viel stärker schon da sein, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, du hast es ja auch eingangs gesagt mit der Lebensqualität. Also ich glaube, die Autonomie ist auch nochmal so ein unheimlich wichtiges Stichwort. Wie kann man die Autonomie erhöhen und wer kann was dagegen haben, die Lebensqualität nochmal zu erhöhen? Also wer jemandem helfen möchte, der möchte auch, der kann auch, leistet gerne einen Beitrag zur Autonomie. Und das ist, glaube ich, auch die unheimliche Chance in der Digitalisierung, diese Autonomieerhöhung oder Erhaltung, die wir vielleicht erreichen können. Ja, bin ich voll bei dir. Okay, das heißt, es ist auf alle Fälle auch so, dass das Klischee jetzt nicht unbedingt stimmt, dass die älteren Menschen da die Bremse sind bei der Digitalisierung. Das kann man offensichtlich so auch nicht sagen. Das höre ich schon raus. Das ist ja, ne, manchmal hört man es ja als Klischee, dass eben je älter, desto größer ist vielleicht die Aversion gegen diese digitalen Tools. Finde ich auch schon mal sehr interessant, dass dem nicht so ist. Und ja, nochmal auf diese andere Geschichte, dass Sie sagen, wenig Start-ups. Es gibt aber natürlich trotzdem einen Riesenmarkt ja auch für diese ganzen Gesundheits-Apps. Also diese großen Anbieter, sage ich mal, die sind da ja schon hinterher, weil einfach da natürlich auch wieder extrem viel an Daten gesammelt werden kann, die sehr interessant sein können.
Also für größere Firmen scheint das ja schon ein Geschäftsmodell zu sein. Ist das irgendwie auch, gibt es auch eine Konkurrenz, sage ich mal, bei Ihrer Forschung, die Sie beide so machen, für Digitalisierung in diesem Bereich und dann auf der anderen Seite die ganzen Gesundheits-Apps, die es schon gibt, oder sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe? Also die Gesundheits-Apps werden ja oft schon auch von den Personen, in diesem Fall von den Rehabilitanten genutzt. Aber die Frage ist, welche ich als Gesundheitsprofession in diesem Kontext empfehlen möchte. Ich glaube, dazwischen muss man unterscheiden. Und ich halte es für jemand, die auf der Grundlage in Anführungsstrichen guten Wissens arbeiten möchte und in Anführungsstrichen gute, richtige Empfehlungen abgeben möchte. Ich kann das nicht gutheißen, wenn ich dann sage, oh, da ist ja ein ganzer Markt an Apps, probieren Sie einfach mal aus, sondern ich möchte mich stützen auf, da bin ich wieder bei dem Thema, auf evidenzbasierte Maßnahmen, von denen ich weiß, wissenschaftlich begründet, mit einem theoretischen Modell, mit einem Wirkmodell dahinter und mit einem nachgewiesenen Nutzen. Auf diese Empfehlung möchte ich mich sozusagen stützen können. Da bin ich auch beim professionellen Selbstverständnis ganz bei Anke. Nur, dass es jetzt im Bereich der Altenhilfe, dass ich da nicht sehe, dass ein Riesenmarkt an Apps vorhanden ist. Also, Ja, das stimmt. Diese ganzen Gesundheits-Apps, da geht es halt mehr so um die, ich sag mal, Prävention für, ne, diese Schrittzählen und Blutdruck und Herzfrequenz und keine Ahnung, diese ganzen Sachen, die man eher eben zum Beispiel in der Apple Watch oder sowas mitbekommt, so, ne? Deswegen, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das eine große Konkurrenz ist, gerade im Bereich der Altenpflege, weil da wahrscheinlich einfach ganz andere Dinge benötigt werden. Und eine Frage nochmal zu, Sie haben gesagt, mehr Neugierde. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir das alle hätten, einfach auch Dinge mal auszuprobieren. Gibt es Vergleiche mit anderen Ländern, wo die Haltung vielleicht stärker da ist, wo man mehr so denkt, okay, wo man offener ist? Gibt es da so Vergleiche, ob Deutschland da irgendwie ein bisschen auch hinterherhinkt bei so Neugierde? ich meine, da werden natürlich üblicherweise auch die nordischen Länder genannt, wo die Distanzen zwischen den einzelnen Häusern oder zwischen den einzelnen Versorgungsbereichen viel größer sind. Da ist tatsächlich die Bereitschaft, über Nichtpräsenz miteinander zu arbeiten, natürlich schon viel höher, weil es ist alternativlos. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, da sind wir wieder bei der pandemischen Situation. Wir merken gerade, wie alternativlos auch jetzt gerade die digitalen Möglichkeiten sind, und das wird sich da so ein bisschen drin wiederfinden. Aber da sind uns die Nordischen sicherlich voraus. Das wären jetzt so die mir als erstes einfallen würden. Ja, ich glaube, ein interessanter Vergleich ist auch im Bereich der Altenhilfe nochmal Japan. Wenn wir an Pflegeroboter denken, als kontroverses Beispiel, dann haben wir ja da eine ganz andere Akzeptanz. Und das hängt einfach mit einem anderen kulturellen Hintergrund zusammen. In Japan ist durch den Shintoismus geprägt. Da gibt es nicht so eine Unterscheidung in belebt und unbelebt. Also wir unterscheiden zwischen Mensch und toter Sache. Im Shintoismus gibt es diese Dichotomie in dem Sinne nicht. Also auch ein Roboter ist nicht in dem Sinne unbelebt, wie wir das jetzt so empfinden. Also das empfinden wir ja auch als den kalten, unethischen Gegensatz, wenn ein Roboter dann bestimmte Dinge ausführt. Also ich glaube, dass das auch nochmal eine große Rolle spielt. Und Japan hat sich ja auch entschieden, auch politisch da in diesem Bereich stark zu forschen, weil die Bevölkerungsstruktur in Japan ja noch mal älter ist als in Deutschland. Aber eben, in Deutschland ist ja durchaus vergleichbar, sage ich Ja, mal, oder wir bewegen uns in die gleiche Richtung. Also absolut. insofern ist das sicher eine wichtige Aufgabe für uns, da irgendwie auch ein bisschen mehr Neugierde zu entwickeln. Andererseits ist es wahrscheinlich auch ein sehr interessanter Punkt, was Sie gerade angesprochen haben, die verschiedenen kulturellen Voraussetzungen, die dazu führen, dass man eben dieser, ja, Mensch-Maschine-Dichotomie so ein bisschen anders einschätzt oder anders sieht, wie Sie das gesagt haben. Aber ja, ich glaube, das ist fast ein großer weiterer Bereich, ein neues Thema. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir so am Ende unseres Podcasts angelangt sind. Dann nehme ich auf alle Fälle mit, dass wir, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen Neugierde uns auf alle Fälle gut tun würden. Ich auch, ja, es durchaus interessant finde, dass eben offensichtlich man nicht sagen kann, dass ältere Menschen irgendwie da mehr bremsen als jüngere, was man bei dem Stichwort Digitalisierung ja denken könnte.
Und dass aber auch noch viel Luft nach oben ist für die weitere Entwicklung, ganz offensichtlich. Also, dass viel geforscht wird, aber ja, in der Anwendung offensichtlich jetzt auch noch nicht so ganz klar und übersichtlich ist, was man da so alles machen kann, was man da benutzen kann. Also vor allen Dingen für den Privatnutzer jetzt, der zum Beispiel zu Hause eine pflegende Person hat. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, Frau Menzel-Begemann und Frau Linnemann, vielen Dank, dass Sie dabei waren und für diese interessanten Einblicke in ein doch ganz schön weites Feld, wie wir gemerkt haben. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie auch beim nächsten Podcast vom Institut für Gesellschaft und Digitales wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie alle gesund und auf Wiederhören.